Petra Trullala, der Kumpeltyp ist wieder da. Endlich geht's weiter mit Mass Effect und Andromeda. Ja, und ich hab echt keine Ahnung, wo wir gerade sind. Und was wir überhaupt machen müssen. Achso, wir haben ja. Ach ja, das Gewölbe haben wir ja aktiviert. Ja, das ist schon mal sehr sweet. Oh, machen wir mal kurz eine Schnellreise, gell? Oh, ich muss mir echt mal die Nase schnauben. Kurzen Moment, Leute. So, da ist er wieder. Stimmt, auf Eladen. So, Absurd Tempest, aber. Was machen wir jetzt? Naja, Jagd auf den Archon. Auf neue Informationen der Cat warten. Ja, verschollene Arche. Salarianische Arche. Was machen wir da machen? Vergessene Geschichte. Halt. Volt. Mit einem Ruhmsucher reden. Sichert Matrix deaktivieren. Zusätzliche Aufgaben. Ach Gott. Ach ja, stimmt ja, die. Die instabilen Kanister zerstören. So, können wir das denn hier machen oder eher nicht? Nee, eher nicht so. So, erstmal wieder reinkommen hier, ne? Schon so lange, über eine Woche nicht gespielt. Weil ich die meiste Zeit jetzt noch beschäftigt war mit The Witcher. Ja, mit The Witcher und Dragon Ball FighterZ. Geiles Spiel. Gab's leider nur eine Folge, weil ich da nicht auf den Server gekommen bin. Aber nichtsdestotrotz. Süße Haustiere. Sind die nicht süß? Willkommen zurück. Hey, Suri. Na los, mach auf, ich bin Scott Ryder. Mach auf! Mach auf! Warum das immer so lange dauert? So. Einzel. Stufenaufstieg, yeah! Ihnen stehen noch ALP zur Verfügung, Pathfinder. Na dann. Also. Können wir einmal einsammeln. Oh, das war's. Eine Kryokapsel haben wir noch. Feldanalyse. Machen wir das. So, fertig. Was haben wir eigentlich noch alles an Aufgaben? Relikt-Datenkerne. Ach ja, Interview. Unterbrochene Übertragung. Ach ja, das ist halt auf. Mann. Unter Beobachtung. Die Galaxy-Karte. Die Jagd auf den Archon.
Wollen wir das machen? Wollen wir das machen oder nicht? Na los, komm. Machen wir ein bisschen die Hauptstory weiter, ne? Sonst geht das Let's Play hier noch ewig. Wir bleiben getarnt, Callow. Noch wollen wir keinen Kampf. Gut, dann durchsuchen wir mal alles. So, den haben wir. Ich empfange etwas. Oh, oh, was ist es? Was ist es? Kupfer, würde ich mal sagen. Sonde unterwegs. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Eisen. Ja, knapp daneben. Aber nur knapp. Ich empfange etwas. Oh. Sonde unterwegs. Ich habe etwas gefunden. Wow, eine Eisdecke. Das ist ja sehr schön, du. Anomalie geortet. Ah, hier. Sonde unterwegs. Satellit entdeckt. Okay. Dann gucken wir mal. Vielleicht finden wir ja die letzte Salean, also die letzte Arche. Oh, was für ein Zufall. Andockbucht. Aber sag jetzt nicht, dass es schon das Ende ist. Das würde mich ein bisschen traurig stimmen. Oh ja, yeah, Cobra-Raketenwerfer. Und wir nehmen auf jeden Fall Dragon Cora mit. Na dann, let's do this. Aha, aha. Es ist also wahr? Wir haben die Salarianische Arche gefunden? Sam, taktische Ansicht. Allem Anschein nach hat der Archon sie gekapert. Die Schiffe sind miteinander verbunden. Wie sieht der Plan aus? Ich arbeite daran. Sam, stell eine Verbindung zur Moschei her. Verbindung steht. Ryder, schön, Sie wiederzusehen. Wir haben das Schiff des Archons gefunden, aber die Sache ist komplizierter, als wir dachten. Ich wüsste also gerne, wonach genau wir suchen. Nach einer großen Reliquie der Relikte mit einer Darstellung von Meridian. Sie war in seinem Privatquartier, seinem Allerheiligsten, wie er es nannte. Er ist äußerst stolz auf diese Reliquie. Das war genau die Information, die wir brauchten. Ich danke Ihnen. Und ich danke Ihnen dafür, dass Sie das für uns alle tun. Aber seien Sie vorsichtig. Ich habe die Grausamkeit des Archons erlebt. Ich hoffe, Ihnen bleibt das erspart. Das hoffe ich auch. Danke für Ihre Hilfe, Moschei. Selbstverständlich. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Okay, wenn wir die Sache richtig angehen, entkommen wir nicht nur mit der Reliquie, sondern retten auch die Salarianer. Ich schlage vor, wir gehen auf die Arche, verschaffen uns einen Überblick und schleichen uns dann durch die Verbindungsröhre auf das Kettschiff. Das sollte realisierbar sein. Die Arche Passero ist derzeit auf Standby. Lediglich die Stasebereiche sind in Betrieb. Wie geht es den Salarianern? Unbekannt. Sie haben die Moschei gehört. Wer weiß, wozu der Archon fähig ist. Wenn er diesen Salarianern irgendetwas angetan hat, wird er herausfinden, wozu wir fähig sind.
Ryder? Kalo. Was immer Sie brauchen, das sind meine Leute. Wir holen sie zurück. Das hier ist wirklich wichtig. Oh, das wird interessant. So, dann gucken wir mal. Die Kranken. Tempest, wir sind drin. Wir registrieren auf dem Catschiff bislang keine ungewöhnlichen Aktivitäten. Dann hoffen. Hoffen wir es mal, dass es so bleibt. Ah, okay, die haben uns auch schon gesucht. Oh. Pathfinder, wenn Sie die Möglichkeit haben, auf ein Terminal zuzugreifen, kann ich die Lage beurteilen. Okay, na denn. Ich greife jetzt auf die internen Systeme der Arche Passero zu. Einen Moment. Es wurde eine zusätzliche Datenverschlüsselung hinzugefügt. Das entspricht nicht den Vorschriften. Waren das die Salarianer? Anscheinend ja. Es handelt sich um einen kryptografischen Code Ihres Geheimdienstes. Ich habe ihn entschlüsselt. Die Andromeda-Initiative umfasst jegliche Kolonisierungsfaktoren, einschließlich der Archen, Pathfinder, Außenposten sowie der Nexus als zentrale Anlaufstelle. Hier spricht Captain Hager von der Arche Passero. Wenn Sie diese Nachricht erhalten, wurde unser Schiff von feindseligen Aliens gekapert. Suchen Sie bitte nach unserem Pathfinder Seven Raker. Die Lage ist kritisch. Okay, das war ziemlich deutlich. Suchen wir nach ihnen. Ich überbrücke die Schottsteuerung. Die Aufgabe des Pathfinders ist es, neue Welten zu erkunden und sie hinsichtlich der Errichtung von Außenposten sowie der Besiedlung einzuschätzen. Hier spricht Captain Hager von der Arche Passero. Wenn Sie diese Nachricht erhalten, wurde unser Schiff von feindseligen Aliens gekapert. Suchen Sie bitte nach unserem Pathfinder Seven Raker. Die Lage ist kritisch. Ja, schön. Na denn. Wollen wir mal. Wie steht's um das Schiff, Sam? Die CAT haben zwar einige Ergänzungen vorgenommen, aber die Systeme der Arche sind noch funktionsfähig. Sie ist also flugbereit? Ja. Ryder, okay. Überlegen Sie etwa... Ja, der einfachste Weg, alle zu retten, ist nun mal die ganze Arche mitzunehmen. Einfach ist nicht unbedingt das Wort, das ich verwendet hätte. Solange die richtigen Salarianer noch an Bord sind, könnte es funktionieren. Keine Leichen. Und auch sonst keine Hinweise auf einen Kampf. Ah, das ist komisch. Haben sich die Salarianer vielleicht einfach ergeben? Ich hoffe, Ihr Pathfinder kann ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Oh, Datenpad. Einstellung der Feindseligkeiten. In Absprache mit der Führung der Arche sind alle Verteidigungsaktionen gegen die Alien-Schiffe einzustellen. Das Risiko katastrophaler Ausfall bei Archen-Kolonisten ist zu groß. Ach ey, wen haben wir da? Dieser Salarianer weist keine Vitalzeichen auf. Dieser Kolonist ist verstorben. Das medizinische Terminal könnte uns weitere Informationen liefern. Das ist kurios. Was sagen Ihre Daten über den Salarianer, Sir? Er wird als Pathfinder Seven Raker identifiziert. Wie lautet die Todesursache? Eine Hirnembolie während der Stase. Allerdings ist Pathfinder Raker laut den Daten der Initiative weiblich. Dieser Patient hingegen ist männlich. Täuschungsmanöver. Und wer ist das dann? Ich habe seine DNA-Signatur aus Ihrem Scan. Finden Sie einen Sequencer, dann kann ich seine Identität ermitteln. Ja, wo finden wir denn sowas? Ach da. Medizinisches Terminal. Die DNA des verstorbenen Salarianers stammt von dem Kolonisten Jax Orlin. Dann haben Sie sie ausgetauscht. Sie wollen Ihren Pathfinder verstecken. Sehen wir uns die Stase-Kapsel dieses Kolonisten an. Vielleicht ist jemand drin.
Ich habe die Kapselreihe markiert. Typisch Salarianer. Alles Schall und Rauch. Würde ich jetzt nicht sagen, Drake. Immerhin waren die Salarianer die Genophage entwickelt haben. Hier müssten deutlich mehr Kapseln sein. Ja. Vielleicht konnten die Leute ja entkommen, bevor die Kette aufgetaucht sind. Dafür war der salarianische Captain zu beunruhigt. Das ist nicht Jax Arlins Kapsel. Das ist nicht die Kapsel, die wir suchen. Das ist die Kapsel des verstorbenen Salarianers, aber darin befindet sich eine Salarianerin. Ich glaube, wir haben ihren Pathfinder gefunden. Holen wir sie raus. Sie benötigen Zugriff auf die Stase-Steuerung, um sie wiederzubeleben. Mir geht's gut. Wir Salarianer erholen uns nahezu augenblicklich von der Stase. Wer sind Sie? Scott Ryder, Pathfinder der menschlichen Arche. Wo ist Alec? Er hat es nicht geschafft. Hier ist Wahnsinn. Die Stase war ein Fehler. Ich hätte niemals zustimmen dürfen. Was machen Sie da? Mich über die Lage informieren. Eine feindliche Spezies, eine Armada, hat uns angegriffen. Unser Captain kapitulierte, damit wir später zurückschlagen können. Er überzeugte mich, mich unter den normalen Leuten zu verstecken und meinen Sam abzuschalten, damit wir nicht in feindliche Hände fallen. Aber wir sind immer noch gefangen. Das werden wir ändern. Wir gehen an Bord des Catschiffs, um Informationen zu sammeln. Wecken Sie eine Crew und machen Sie die Arche fluchtbereit. Das wird schnell gehen. Anschließend versuche ich, Sie freizubekommen, damit Sie Ihr Ziel verfolgen können. Sehr gut, aber halten Sie sich zurück. Unsere Feinde dürfen nichts ahnen. Nein, natürlich nicht. Ich bin Sie in unser System ein. Wir bleiben in Kontakt. Hallo, Pathfinder Raker. Ah, endlich wieder ein Sam in meinem Kopf. Ich bin zurück. Wir werden bereit sein. Tempest, wir sind in der Verbindungsröhre und auf dem Weg zum Catschiff. Bisher deutet nichts darauf hin, dass Sie von Ihrer Anwesenheit wissen. Viel Glück, Pathfinder. Okay, wir ziehen es schnell und leise durch. Wenn wir Glück haben, kriegen Sie nicht mal mit, dass wir hier sind. Ich glaube, Sie haben doch was mitgekriegt. Oh-oh. Wir sind direkt reingerannt. Sie dürfen nicht die Oberhand gewinnen. Geil, Führung-Kombo. Nee. Sonne herkommen. Was für eine Wahnsinns-Willkommensparty! Da freut er sich. Die hätten wir! Das mit dem Schleichen hat sich wohl erledigt. Und was jetzt? Falls Sie ein Terminal finden, könnte ich möglicherweise Ihre Systeme analysieren. Wenn ich ein Terminal finde. Ah,
sieht schon geil aus, muss man ja sagen. Ich greife jetzt auf die Schiffssysteme zu. Ich habe die Privatquartiere des Archons gefunden. Okay. Wie ist die Sicherheitslage? Es wurde Alarm ausgelöst, aber ich habe ihn unterbrochen. Allerdings nur vorübergehend. Okay, also müssen wir uns beeilen. Hält sich der Archon dort auf? Diese Information ist nicht zugänglich. Ich kenne lediglich die Lage seiner Räumlichkeiten. Na, guck mal. Die Moschei meinte, die Reliquie wäre in seinem Quartier. Also los, gehen wir. Oh, du alter Reimer. Ryder! Ich dachte, sie wären auf der Arche. Zu viele unserer Leute werden vermisst. Wenn wir sie jetzt nicht finden, finden wir sie nie. Das ist Hager, der Captain unserer Arche. Ach, wir konzentrieren uns auf die Rettung, während sie vorrücken, Ryder. Sekundäre Route verfügbar. Markiere Navpunkt. Wir machen ihnen den Weg frei. Bewegung. Aber ich bin Geschichtslehrer. Ich kann nicht kämpfen. Ryder, und ich wenn habe immer nur Schiffe geflogen. Kann ich aber die Steuerung ich nicht gleich um und sterbe. Wir können. Wir versuchen hier unsere Leute zu finden. Es tut mir leid, dass wir ihnen nicht helfen können. Aber wir haben unsere eigene Mission. Viel Glück, Pathfinder. Für Sie auch, Pathfinder. Okay, Sam. Die Reliquie. Hast du sie noch auf dem Schirm? Ich markiere die Route zu den Quartieren des Archons. Sie können weitergehen. Leichter gesagt als getan. Wir sind nur zu dritt und das Schiff ist voller Cat. Wir sind zu viert. Ich zähle doppelt. Ist sehr geil. Ich zähle zu viert. Oh Mann, ey. Okay. Aber hier eine Waffenkammer. Wir sollten nicht hier sein, wenn sie damit rumballern. Warum bist du jetzt so? Du bist ja sonst immer so, wie soll man sagen, so neugierig auf neue Sachen. Kettlegierung. Ja, warum nicht? Aber die Waffen sind alle weg. Bereiten die sich für die letzte Schlacht vor? Oh oh. Oh. Gut. Sie haben uns noch nicht bemerkt. Kommt noch. Es geht los. Halten Sie den Kopf unten und rücken Sie vor. Der Ausgang ist auf der anderen Seite des Raums. Hinter jeder Menge Cat. Dann noch Schiff im Anflug. Ja. Es wird noch schlimmer, schön, bevor es besser wird. Ein Landungsschiff? Die haben ja wirklich alles. Sie kriegen Verstärkung. Sie haben in ein Wespennest gestochen. Stechen ist immer gut. Auf die Bastarde da oben! Ich wünschte, unser Landungsschiff wäre jetzt hier! Leute, wir sind hier eigentlich die Kavallerie! Nee, sieht so aus, als ob die nicht mehr da. Ah, das ist schon mal geil. Verdammt!
noch einer sein. Okay, das war der letzte. Und was hat er jetzt? Sehen wir zu, dass wir von hier verschwinden. Wir Sam, nehmen Sie befinden sich weiterhin auf dem richtigen Weg zu den Quartieren des Archons. Ich hoffe, diese Reliquie ist wirklich so bedeutend, wie die Moschei gesagt hat. Da kann man echt nur hoffen. Ryder, hier spricht Pathfinder Raker. Ich nehme an, für die Alarme sind Sie verantwortlich? Ja, wir hatten eine kleine Auseinandersetzung. Noch wurden wir nicht entdeckt. Suchen weiter unsere Leute. Raker out. Das ist doch hier auch schon wieder eine Falle, oder? Cat. Über diesen Steg da oben könnten wir hier rauskommen. Aber, achso. So, wir müssen eigentlich nach links, aber wir werden mal, wie üblich, mal aufpassen. Hier ist ein Arbeiter. Er hat gerade eine salarianische Stasi-Kapsel angestarrt. Leer. Ebenfalls leer. Und ebenfalls ein Mitglied der Führungsriege von der Arche Passero. Führungsriege, ha? Die Cat hatten es anscheinend auf sie abgesehen. Vielleicht um unter den Kolonisten Verwirrung auszulösen. Oder vielleicht um die... Um die zu kämpfen. Jede Menge Kapseln. Wo sind die übrigen Salarianer? So, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, Leute. Bis dann. Tschüss.